Hallo ihr Lieben, ich bin's mit einem neuen Video. Ich habe ja die Tage was begossen und ich hatte auch schon vor 3 Wochen, 4 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, bei Dorem Beats bestellt. Das habe ich heute auch bekommen und das wollte ich euch auch einmal zeigen, was ich mir da bestellt habe. Ist nicht viel. Und es ist auch alles da. So, es kam alles in so einem kleinen ganzer Säckchen rein. Also an, nicht rein, an. Natürlich noch mit einer Umverpackung. Aber das habe ich schon alles da rausgeholt. Preise kann ich euch nicht sagen. Aber ich werde euch die Bestellnummern in die Kamera halten, damit, falls ihr auch Interesse dann daran habt, an diesen Sachen, dass ihr das auch nachbestellen könnt. Und ich muss einmal hier gucken. Ich habe nämlich das eine oder andere auch doppelt bestellt. Fangen wir einmal mit Silikonform an. Und zwar habe ich mir, so, das soll ich nur noch gar nicht sehen, einmal einen Wolf hier bestellt. Dreimal an der Zahl. Hier sind halt immer einzeln aufverpackt. Da unten diese B-Nummer, das ist die Bestellnummer, die ihr dann eintippen könnt. Und ja, ich finde die Formen sehr schön. Auch gerade, weil die halt so weiß sind. Man kann da gut mit UV-Harz auch arbeiten. Ihr merkt, ich kann nicht mehr reden. Ich habe heute schon eigentlich genug geredet auf der Arbeit und ja. Dann hatte ich mir bestellt einmal diese kleinen Anhänger hier mit Fuchskopf. Da sind jetzt 5 Stück drin. Den habe ich mir nur einmal bestellt. Und da dann auch wieder die Bestellnummer. Ich halte das mal ein bisschen länger rein, damit ihr auch das eventuell aufschreiben könnt. Oder macht auf Pause, schreibt euch das auf. Dann einmal diesen Engelsrufer. Meine, die nennt sich Engelsrufer. Genau, Engelsrufer. Da kriegt man auch so eine Klangkugel eigentlich auch. Die habe ich mir aber jetzt nicht bestellt. Das ist ein Gold, also ein Rose Gold sowas. Hier an der Seite ist so eine Öffnung. Dann setzt man da eine Kugel rein und kann das an der Kette dran machen. Fand ich sehr schön. Durfte dann einmal mit. Ich glaube, soweit ich weiß, war das auch das teuerste von der ganzen Bestellung. Wie gesagt, Preise habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Da ist die Bestellnummer oder Artikelnummer. Ja. Dann habe ich nun bestellt, das sind auch so Anhänger. Sind ich hole mal einen raus. So, so ein Denkmalanhänger. Von der Rückseite sind die einfach so. Da sind 5 Stück in einer Tüte drin. Den hatte ich jetzt nur einmal bestellt. Die Artikelnummer oder Bestellnummer, wie auch immer. Fand ich sehr schön, musste dann auch mal mit. Dann einmal diese hier mit Best Friend, einer Pfote im Herzchen. 30 Stück sind in Tütchen drin. Hier ist jetzt die K-Nummer als Artikelnummer aufgeführt. Kann man immer gebrauchen. Dann habe ich mir so Einleger geholt. Das sind so kleine Sprüche. Love steht hier drauf. Hier sind jetzt auch 5 Stück in eine Tüte drin. Den hatte ich mir zweimal geholt. Da ist dann auch wieder die Bestellnummer. Hast die anderen Nummern. Also ist ja Quantity, also die Menge sind 5. Aber die anderen Nummern, die ja so drauf stehen, die 013E oder was, keine Ahnung, was es ist. Unterm Strichcode. Wie gesagt, hat gerade schon gezeigt, gab die Artikelnummer
Und da steht dann drin, was drin, also wie viele drin sind. Und wie gesagt, dann zweimal habe ich mir die geholt. Dann hatte ich geholt Notenschlüssel in Rose-Gold auch. So sehen die aus. Finde ich sehr schön. Auch die Größe finde ich sehr, sehr schön. Da sind jetzt auch 5 Stück drin. Und wieder auch die Artikelnummer zum Nachbestellen, falls ihr möchtet. Und zu guter Letzt habe ich mir bestellt. Da kam so ein bisschen wieder der Harry Potter Fan in mir zum Vorschein. Und zwar ist das diese kleine Eule mit dem Briefchen unten dran. Die musste einmal mit. Das hat mich wirklich so extrem an Harry Potter erinnert. Wenn die Eulen die Briefe da in die große Halle bringen. 10 Stück sind in der Tüte drin. Und die Artikelnummer. Ja. So, ihr Lieben, das war mein kleiner Haul gewesen. Die Ergebnisse vom Resingießen werde ich in einem Extra-Video machen. Und dann hören wir uns in einem anderen Video, wo ich die Resin-Teile raushole, wieder hören. Bis dann. Tschüss.